Heute ist mein erstes Mal mit Stimme so ein wirkliches Video zu machen. Und bei meinem letzten Video gestern habe ich gesagt, also in den Kommentaren geschrieben, dass ihr mir vielleicht mal ein paar Stories, peinliche oder gruselige, schicken könnt von euch, die ich vielleicht mal vorlesen könnte. Ich glaube, zwei bekommen. Der eine ist von Mia Patches und der andere ist von Nugget. Also, ich lese einfach der Reihe nach. Das ist Teil 1, weil ja, es kamen ja nur zwei. Also ich hoffe, dass unter diesem Video mehr kommen werden. Also hier, Mia Patches. Fangen wir an. Ich und mein Vater sind abends spazieren gelaufen an einem Friedhof vorbei. Und plötzlich sitzt da so eine weiße Gestalt auf dem Grabstein. Das ist mir auch mal im Wald passiert, nur dass sie lag. Okay, also das gruselt mich ein bisschen aus. Könnte sein, dass ich irgendwer verarsche oder so. Manchmal ist ja nur so ein Verkleideter. Oder so. Oder vielleicht habt ihr wirklich ein Gespenst gesehen. Das wäre eigentlich schon richtig cool, aber schon irgendwie gruselig. Nachts? Oder? Nein. Und das ist ja auch mal im Wald passiert. Okay, ich traue mich nicht so richtig im Wald spazieren zu gehen. Ich habe tatsächlich ein bisschen Angst davor. Okay, ich habe jetzt dann noch das von Nugget. Es wird relativ kurz sein, da nur zwei gekommen sind. Okay. Okay, von Nugget jetzt. Also ich war bei so einer Aufführung in der Schule und sollte den Weihnachtsmann auf Englisch sprechen, die Hauptrolle. Zusammen mit wem anders? Ich hatte den kürzeren Teil. Proben waren easy, also ich konnte alles. Und dann am Tag der Aufführung war der zweite Weihnachtsmann krank und ich musste seine Rolle spielen. Aber ich konnte seinen Text nicht. Hab dann noch einmal schnell gelernt. So, ich stehe auf der Bühne, alles klappt wunderbar, bis ich zu dieser einen Stelle komme, wo ich Tere sagen soll. Das kann ich nicht aussprechen. So, da stotterne ich erstmal herum. Nächste Stelle, ich vergesse meinen Text. Ich, OMG, das ist peinlich. Also stehe ich da und sage, sorry, what do you mean? Und das Mädel guckt mich so an, ey, sag mal, was du willst jetzt. Meine Lehrerin so, okay, nächste Szene. Ich verbeuge mich und stolper. So super toll, ich war es mega peinlich, ich weiß. Okay, ich musste auch mal so eine Weihnachtsaufführung machen, aber eigentlich wollte ich eine Rolle haben, weil, also ich bin Amerikanerin und kann eigentlich gut Englisch, ehrlich gesagt. Aber ja, die haben mir keine Rolle gegeben, das war voll unfair. Also musste ich irgendwie so ein Glockenspiel spielen. Das war jetzt auch nicht viel besser. Aber Text vergessen, oh mein Gott, du Arme. Oh mein Gott, ich will dann da an dieser Stelle am liebsten mal der Welt. Oh mein Gott, das war bestimmt peinlich, schrecklich. Oh Gott. Ja, eigentlich wollte ich bei dieser Runde Leveln machen, aber ich habe also ziemlich all meine Rennen schon gemacht. Also ja. Aber du arme Nagel, wie konnte das passieren? Also ich beende das jetzt. Ich hoffe, dass nachher Kommentare von mehr Geschichten kommen werden. Ich bin mir ganz sicher, dass ein paar von euch noch mehr haben würden. Also ihr müsst die nicht reinschreiben, aber es wäre schon cool, wenn ihr noch weitere so Videos mit meiner Stimme haben möchtet. Und ja. Sehen uns das nächste Mal. Tschüss.